habe gehört, es gab kleine Probleme beim Wechsel hier nach draußen. Okay, klappt es wieder. Das gut, ich habe auf alle Fälle schon zweimal erzählt, dass ich dieses Hemd jetzt angezogen habe und den Wechsel nach draußen genutzt habe, weil hier geht das ja wieder. Und ich habe zum dritten Mal erzählt, dass er jetzt wieder sehr adrett aussieht und sehr vorbildlich. Ich habe leider mein Hemd nicht an. Jetzt stelle ich dir die Frage, ja, was machen wir denn jetzt? Also, wir machen jetzt eine kleine Nisthilfe. Die ist nicht sehr aufwendig zu bauen, hält natürlich auch nicht so lange, aber kann man relativ schnell dann bei sich zu Hause, wenn man irgendwie einen Baum bei sich im Garten stehen hat oder irgendwo in der Natur unterwegs ist, relativ schnell bauen und geht innerhalb von wenigen Minuten. Ich habe es zwar selbst noch nicht wirklich selber richtig gemacht, aber wir probieren es jetzt einfach mal aus. Und man baut eigentlich nicht viel. Man baut halt, wie gesagt, hier ein bisschen Schnur. Wir haben jetzt leider nur die guten Gürtenpampen. Wir waren ein bisschen unvorbereitet auf diesen Workshop. Aber, also ich würde einfach irgendwie so Bast oder so empfehlen, was halt dann auch irgendwann in der Natur wieder verrottet, weil man meistens dann ja nur schnell aufbaut und dann kann man sie auch einfach da hängen lassen und dann gehen sie auch selber nicht, ja, vor allem dann nicht irgendwelche Plastikschnüre oder so in der Natur. Ja. Und dann braucht man hier, das kann man Fichtenäste oder wir haben jetzt hier so ein bisschen Birke genommen, so junge Äste, die noch ein bisschen, ja, noch gut flexibel sind. Und jetzt wird es ein bisschen fummelig. Ja, deswegen bin ich ja hier der Helfer. Wir müssen jetzt nicht so schauen, dass das in die Kamera vielleicht ist hier außen rum oder? Ich kann hier hin. Ich glaube, es macht Sinn, wenn wir es als erstes unten finden. Also wir finden jetzt erstmal mit den Zweigen hier unten fest. Ich muss mal schauen, ob wir das noch ein bisschen geordnet bekommen. Ich glaube nicht, dass die Vögel sich auch wohlfühlen. Vielleicht muss man das hier noch ein bisschen würzen. Jetzt findet man das hier einfach unten mit dem Essen. Also hier einmal rum einfach. Ja. Der Lasse kann man ja hier im Moment auch ein bisschen Werbung machen. Wenn er hier schon am Knoten ist, hat ja in dem Veranstaltungskalender echt coole Knoten. Oh ja, das stimmt. Ich benutze zum Beispiel gerade auch den Kreuzknoten, der ist da auch dabei. Ja, das kann man hier schon mal erwähnen. Hält das? Ich glaube, das hält. Ja, jetzt können wir eigentlich auch dieselbe Schnur benutzen. Und dann klappt man das hier einfach. Ich hoffe, das sieht man jetzt gut. Hier so nach oben. Jetzt und findet man das nochmal hier oben auf der Höhe. Da hast du meine Hand herzlichen lassen. Ja, ja, ja. Wenn nicht. Das gibt ja einfach die Schnur hier rüber. Wie gesagt, wir probieren ja auch viele Sachen aus und lassen uns im Baum bitte stehen. Ja, so sieht das vollkommen in Ordnung aus. Ja, ich mache hier gerade einfach so ein paar halbe Schläge. Der Lasse hat ja schon viele Zelte in seinem Leben aufgebaut, aber noch keine Nisthöhle. Genau. Ich glaube, das. Und jetzt hat man. Wovon der Emil gerade geredet hat, zu den Knoten, das könnt ihr auf alle Fälle auch auf der Website. Das gibt es am Tag über die Fahrtentechnik. Ja. Da könnt ihr es auf alle Fälle. Das ist der Dienstag. Ja. Auf jeden Fall sieht man ja hier, hat man jetzt hier so eine schöne Tasche, wo man dann ein Rotkehlchen oder ein Hausrotschwanz toll ihr Nest reinbauen kann. Also ist halt jetzt relativ richtig Flux. Wir haben jetzt 2 Minuten gebraucht, also kann man auch mal toll schnell. Die Schnelle machen, wenn man irgendwo vorbeikommt und zufällig ein bisschen Bast dabei hat. Und dann können hier die Vögel ihr Nest reinbauen. Ist auf alle Fälle ein schnelles, schönes Projekt, finde ich. Kann man auch mal gut in der Gruppenstunde oder sowas machen. Die Nistkasse. Ja. Wir können ja auch gerade auf die 20.000 Stunden Aktion vom Bundesverband nochmal hinweisen. Ich glaube, es ist ja jetzt dieses Jahr ein bisschen leider nicht ganz so optimal gelaufen durch Corona, wie ihr bestimmt alle mitbekommen habt. Aber es haben ja trotzdem versucht, das irgendwie noch am Leben zu halten. Und da gab es halt auch jede Woche so eine kleine Aufgabe. War auch zum Beispiel hier dieses Projekt dabei. Haben wir uns ein bisschen inspirieren lassen. Wo man halt hier so ein kleines... Schaut da auf jeden Fall auch nochmal auf der Bundesverbandswebseite vorbei. Und schaut euch da auch einfach nochmal diese Aktion an. Da sind auch alle viele, viele kleine, nette Sachen, die man halt auch mal kurz zu Hause machen kann. Also richtig schön. Jetzt in den Sommerferien hat man ja auch vielleicht ein bisschen mehr Zeit. Und für die 20.000 Stunden wollen wir ja irgendwie trotzdem voll bekommen und müssen. Mal schauen, über welche Naturschutzmaßnahmen wir das machen. Ja, und dann haben wir hier noch eine dritte, zweite. Zweite, wir haben zwei vorbereitet. Aber dafür brauchen wir auch einen Wasserkanister. Ich glaube, der macht schon mal Sinn. Ich brauche nicht ganz auf den Spiel drauf, dass wir uns gerade auch in dem Zug auch die Hände waschen. Ist ja so in den Corona-Zeiten gar nicht schlecht. Gar nicht so doof, ne? Und immer schön mit Seife. Ja, erstmal ein bisschen Platz machen. Seife. Wir müssen.
Und jetzt zeichnen wir uns die Hände mindestens 20 Sekunden ein. Ich habe mal gehört, man soll Happy Birthday oder sowas singen. Oder was gibt man bestimmt das? Auch ein cooles Waldjugendlied. Schreibt mal in die Kommentare ein Waldjugendlied, was 20 Sekunden dauert. Oder eine Strophe oder so. Da bin ich ja mal gespannt, was es da so gibt. Da muss er erstmal mitsingen und dann Zeit stoppen, ne? Ja. Aber jetzt die Frage, ob man das ja auch singen darf, in welchen Rechten oder so. Ja, ist mal schwierig im Internet. Aber ich glaube, wir singen so schief, da kriegen wir keine Probleme. Aber ich habe gehört, es gibt eine Singerunde. Morgen Abend. Kann man schon mal drauf hinweisen. Da kann man, ja. Das wird bestimmt gut und da könnt ihr auch einfach fleißig mitsingen, ne? Ja, einfach einschalten. Wir sind immer für euch da. Und, was meinst du, 20 Sekunden schon um oder müssen wir uns noch ein bisschen unterhalten? Ich weiß nicht, hast du auch die Fingerspitzen? Ja, genau. Es gibt ja so verschiedene und den Schmetterling so. Ja. Schön die Fingerspitzen. So, nichts vergessen. So, jetzt schön abwaschen. Da haben wir natürlich kein Handtuch hier. Wofür brauchen wir das Wasser eigentlich? Doch nicht nur zum Händewaschen. Ja, oder? Nicht nur zum Händewaschen, sondern für die nächste Maßnahme. Ach das so. Ist aber ein schlechtes Vorbild, dass wir kein Handtuch hier haben. Vielleicht können wir dürfen aber auch nicht alles selber haben. Ja, stimmt. Wir brauchen zwei Handtücher. Alles gut. Ich glaube, wir können auch so weitermachen, oder? Also, ein ganz, ganz schnelles Buch. Nein, weg in der Kamera. Mann. Nein, weg in der Kamera. Sind wir an der Kamera? Ja, ein ganz, ganz schnelles Projekt. Auch für Insekten wie gerade an der Kameralinse. Man braucht einfach nur ein Schüsselchen. Das ist jetzt mein Essensschüsselchen. Ihr könnt auch, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ihr die Müsli-Schale von eurer Mutter oder eurem Vater nehmen sollte. Ja, vielleicht gibt es auch noch das Geschirr, was man aussortiert. Ja, vielleicht sowas Altes von der Oma. Ja, genau. Das mit dem Goldrand oder sowas ähnlich in die Mikrowelle geht. Und dann sucht man sich so ein paar größere Steine und legt die hier einfach rein. Aber das hat jetzt immer noch nichts mit Wasser zu tun. Ich verstehe das überhaupt nicht. Moment. Das ist ganz einfach. Okay. Und dann nimmt man hier wieder diesen schicken Wasserkanister und lässt es einfach so ein bisschen mit Wasser volllaufen. Ich verstehe das immer noch nicht so richtig. Du hast jetzt eine Müsli-Schale mit Steinen. Wer möchte das denn essen? Na, das ist nicht zum Essen. Und es ist auch nicht. Ach so. Okay. Aber das Wasser kann man ja trinken. Das stimmt. Das wird jetzt ungefähr so aussehen. Man darf die Steine nicht komplett bedecken. Und das wird jetzt eine Trinkstelle für Insekten. Die Insekten haben, wenn man irgendwie einen Balkon hat oder so, kann man das auf den Balkon stellen. Und wenn dann Bienen irgendwie Durst haben, das ist ja immer manchmal ein bisschen schwierig, wenn es jetzt auch zu trocken ist, an Wasser zu kommen. Können die halt hier hinfliegen und sich an die Stande setzen und dann vorsichtig das Wasser trinken. Wenn man einfach nur eine Wasserschale hinstellen würde, irgendwie eine Glasschale oder so, ist der Rand meistens so rutschig, dass sie einfach da reinrutschen und ertrinken würden oder dann halt irgendwie geschwächt rauskrabbeln würden. Und so können sie halt ganz entspannt und gechillt Wasser trinken, indem sie sich auf die Steine setzen. Und das sind 5 Sekunden Arbeit. Wenn man Steine suchen muss, vielleicht ein bisschen länger. Ja, aber ist auch ein schnelles, schönes Projekt. Ja, auf jeden Fall. Kann man nur empfehlen. Kann man auch auf dem Balkon oder kann man so zu Hause machen. Aber vielleicht kennt ihr ja auch irgendwelche coolen Projekte oder so kleine Naturschutzmaßnahmen, die man ziemlich schnell umsetzen kann, um die Natur einfach ein bisschen besser zu machen. Könnt ihr auch auf unserer Internetseite unter dem Naturschutztag vielleicht was posten und denkt an die Naturfoto-Challenge. Ja, da haben wir ja eben schon viele schöne Sachen. Ja, aber da kommen ja vielleicht auch noch ein paar Bilder heute im Laufe der Zeit. Ich würde mich echt freuen. Ja, es sind ja noch ein paar Stunden hell. Vielleicht auch ein bisschen Astrofotografie, geht ja auch in der Nacht. ein bisschen im Sternenhimmel, das wäre natürlich auch geil. Aber da sind wir auch gespannt auf eure Projekte, was ihr da so zu Hause durchführt. Genau, ansonsten gibt es noch die beiden Quiz, da könnt ihr auch euch mal euer Wissen testen. Ja. Ja, dann verabschieden wir uns erstmal. Ich glaube, wir sehen uns die nächsten Tagen noch ein paar Mal. Ich glaube auch. Oder vielleicht auch mal die anderen. Wir sind noch bis Mittwoch hier. Ja. Auf Wiedersehen. Tschüss.